Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute spontan backe ich Windräder aus Blätterteig und da sieht es so aus. Es ist gerade aus dem Backofen und noch richtig heiß und das geht natürlich sehr schnell. Es ist gekaufter Blätterteig und jetzt kommt schon die erste Erdbeer und habe ich die probiert, die schmecken so lecker. Habe ich gedacht, ich werde heute diese Blättergebäck machen mit den Erdbeeren und mit den Quarkfüllungen. Und das sieht es so aus. Es ist wirklich sehr schön locker, fluffig und lecker. Wirklich sehr lecker. Jetzt braucht man nun die Tasse Kaffee und an den Tisch gehen und Kaffee genießen. Und euch wünsche ich auch viel Spaß beim Nachbacken. Geht sehr schnell. In 15-20 Minuten seid ihr fertig. Viel Spaß! Heute beim Einkaufen haben wir diese Erdbeeren so angelacht, dass ich habe gedacht, nehme ich die mit, aber auch gleich ein Päckchen Blätterteig von Tante Fanny und mache uns zum Kaffee schnell die Windräder. Und so wird es gemacht. Es geht wirklich sehr schnell und praktisch. Ich habe jetzt mir vorbereitet Quark. 150 Gramm Quark habe ich genommen. Hier 2 Esslöffel Zucker. Dann habe ich ein Ei aufgeteilt. Eigelb brauchen wir zu bestreichen und Eiweiß gebe ich gleich zu dem Quark. Und 2 Esslöffel Joghurt oder saure Sahne kann man nehmen. Beides passt es. Irgendwas sowas Säuerliches. Und 1 Esslöffel, 10 Gramm es wird, Pudding, Vanillepudding. Es kann man einfach so lassen, aber kann man auch noch was bisschen aufpeppen. In meinem Fall, ich habe Mandarinenzucker. Da sind die Bio-Mandarinen-Schale, habe ich die trocken lassen und dann in meinem Mixer zerkleinert mit etwas Zucker. Und jetzt beim Backen gebe ich mal was dazu. Sehr schön. Und werden wir das gut alles miteinander verrühren. Alle Zutaten zu diesem Rezept stehen wie immer unten in die Beschreibung. So, gut, bei mir stellen wir an die Seite. So machen wir unseren Teig auf. Den Backofen kann man schon anmachen zum Vorheizen auf 200 Grad Ober-Unterhitze oder 180 Grad Umluft. So, und jetzt teilen wir uns so wie groß wir möchten. Das werden schöne große. Dann müssen wir Ecken anschneiden, nicht bis zur Mitte kommen. Da werden wir unsere Füllung reinlegen. So haben wir jetzt alles und jetzt legen wir in die Mitte hier etwas von der Quarkmasse. So haben wir alles aufgeteilt und jetzt machen wir eine typische Ränder. Nehmen wir eine Ecke und legen wir einfach auf den Quarkmasse. Schlecht angeschnitten. Und so geht das weiter. So, fertig. Jetzt ziehe ich das auf mein Blech rüber. Und dann bestreichen wir noch die Ränder mit dem an die Seite gestellten Eigelb. Ich habe jetzt hier nichts was reingemacht, nur Eigelb. Es geht jetzt in den Backofen ungefähr für 15 Minuten backen. So, ich habe jetzt 17 Minuten im Backofen gelassen und jetzt hole ich die schon raus. Schaut ihr, was für sowas Leckeres ist. Geben wir noch ein bisschen Puderzucker obendrauf. Oder erstmal machen wir Erdbeer drauf. Genau.
So, und jetzt mit dem Puderzucker bestreuen. Na, das sieht doch herrlich aus. Schaut. Ist das lecker. Jetzt nehmen wir uns ein auf den Teller. Es ist etwas heiß. Dann werde ich mit dem Messer das aufschneiden, weil ich möchte gerne euch auch zeigen, diese tolle Quarkfüllung. Aber es ist sehr heiß. So, schaut. Richtig schön, locker und echt wirklich sehr, sehr lecker. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch dieses einfache, schnelles Rezept gefallen und einer oder der andere wird so spontan nachbacken und zum Kaffee was servieren. Und ich freue mich über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!